So, Achterbahn bauen. Aber das ist so typisch für die Leute. Ein Mann wurde aus der tropikanischen Achterbahn gerettet, nachdem er in Panik geraten war. Er war auf den höchsten Punkt geklettert und forderte von der Präsidentenwache zu einem sehr wichtigen offiziellen Ereignis eskortiert zu werden. Wer hat Panik? Okay, bauen Sie einen Nachtclub und ein Kabarett, das erhöht die internationalen Beziehungen wieder um 30. Nachtclub habe ich. Kabarett, habe ich nicht schon ein Kabarett gebaut? Wenn nicht, dann baue ich das jetzt. Nee, kein Casino. Kabarett. Aber Nachtclub haben wir schon, das stimmt. Den haben wir finanziert bekommen. Baue ich hier mit hin. So, schnell bauen. Außerdem weitere Unterkünfte, Mietshäuser, damit unsere Leute, die hier in den Hotels arbeiten, auch irgendwo wohnen können. Wie furchtbar, Genosse. Das Band mit belastenden Beweisen gegen Nick Richards ist aus unserem UdSSR-Büro verschwunden. Aus Sicherheitsgründen wurde das Band außerhalb des Safes und deutlich sichtbar aufbewahrt, um keinen Misstrauen zu erwecken. Trotzdem konnten wir es nicht schützen. Der KGB befragt gerade die alte Sekretärin und den Hausmeister, die zu der Zeit am Tatort waren. Hoffen wir, dass sie eine Spur zum Täter finden. Genosse, die Ermittlungen wegen des fehlenden Bands kommen nicht weiter. Die Sekretärin will so lange keine Fragen beantworten, bis sie 500 Ananaskonserven erhalten hat. Scheinbar will sie ihre Marmeladengläser für den Winter vorbereiten und wird uns nicht eher entgegenkommen, bis wir ihr genug Material für ihr Gelee geben. Exportieren Sie 500 Ananaskonserven. Na, das ist doch das geringste Problem. Wir haben noch ganz, ganz viele Farmen für Ananas gebaut. Farm Ananas. So, noch eine Farm für Ananas, für die nasse Anna. Kommt hier auch gleich mit hin, damit das abtransportiert wird. Wir haben jetzt hier ein Fuhrparkbüro. Ich baue mal noch eins. Haben wir denn jetzt genügend Mitarbeiter? Oder sind immer noch so wenig hier? Es sind immer noch so wenig. Unglaublich. Und das, obwohl wir so viele Bewohner haben hier in Tropico. Schmuckfabrik und Chemiefabrik sind immer noch nicht fertig. Genauso wenig wie das Atomkraftwerk. Die sind alle so viel beschäftigt mit anderem Zeug. Ich glaube, ich baue das gleich selber. Ja gut, die Ananasfabrik muss ich selber bauen, sonst dauert das zu lange. Fuhrparkbüro. Okay. Wisst ihr was? Dann bauen wir jetzt auch schon mal die Luxuswohnungen selber fertig. Auch wenn es viel kostet. Und dann haben wir wenigstens wieder Wohnraum. Schmuckfabrik möchte ich jetzt eigentlich nicht fertig bauen, aber die... 13.000er kommen. 40.000 für das Atomkraftwerk, das könnt ihr vergessen. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nicht. Ja, ja, die sollen wählen ohne Rede. Ich werde hier keine Rede schwingen. Obwohl. Ja, obwohl. 74% sind für uns. China sind die einzigen, die noch gegen uns sind. Er wollte es doch. Und da kaufen wir uns jetzt einfach ein und dann haben wir 100%. Das ist sehr schön. Er wollte es doch Herrscher. Als hätte er irgendwas im Mund, nicht? So, die Achterbahn steht. Wir sollen 500 Ananas-Konserven, wohlgemerkt, Konserven verkaufen. Das heißt, wir bauen jetzt noch eine weitere Konservenfabrik. Gibt es hier hinten noch einen Hafen? Nee, das wäre der einzige. Schade. Jetzt hätte ich das nämlich woanders mit angeschlossen. Ausbeuterbetrieb langsam aber sicher. Die Arbeitsbedingungen sind um 10 höher. Die Arbeitszeit um 25% kürzer. Das könnt ihr vergessen. Ich bleibe ein Ausbeuterbetrieb. Schnell bauen. Gut, wir machen so viel Kohle, besser geht's gar nicht. Präsidente, ein ausländischer Investor hat angerufen. Nein, die ausländischen Investoren sind mir egal. Sir? Ja, ja, ja. Ich baue einen neuen Wachposten. Er wurde der Zuhörer von TNT. Zu wenig Generäle. China ist hoch erfreut, seinem Bruderland den Titel ehrenwerter Handelspartner verleihen zu dürfen. Ihm und ihrem Anführer, El Presidente.
Es lebe die Freundschaft zwischen unseren Völkern. Toll. Ich bin begeistert. Ach, Mann, Mann, Mann. China, China, China. Gut, wir brauchen Kohle. Wo bleiben die Schiffe? 41 Touristen sind auf der Insel eingetroffen. Ich stell mal wieder auf offene Grenzen. Ich brauche jede Menge Leute. Also es müssen hier schon mindestens 600 Leute leben. Ich glaube, sehr, sehr viele Stellen sind frei. 135 Stellen. Wir haben noch 6 offene Häuserplätze und 31 Obdachlose. Oh, dort sieht auch noch 31 aus. Müsste sich immer um unser Gebäude rumpflanzen müssen. Ist furchtbar. So, dann bauen wir mal weitere Gebäude. Und ein weiteres Parkhaus. Schnell bauen. Wir sind bei 60% Zufriedenheit. Auch die Religionsqualität ist gestiegen. Selbst wenn man es nicht gedacht hätte. Ananasfarm wird gerade fertig gebaut. Und wir haben jetzt 138 Ananaskonserven verkauft. Sehr schön. 16 neue Einwanderer für Tropico. Das können auch ruhig mehr werden. Wir haben Platz, wir haben Lust und Laune, sie alle aufzunehmen. Denn wir lieben euch, meine lieben Tropikaner. Oh, dort oben ist die Straffälligkeit sehr hoch. Da auch. Ich muss mal für Polizisten sorgen. Erstmal für Strom in den Gebäuden. Das Gute ist, die Luxuswohnungen haben ja alle schon Strom. Wie viel Strom ist noch da? 330 verbrauchen, produzieren wir, 260 verbrauchen wir. Das klappt also alles wunderbar. Betrug ist nicht erforderlich, die Leute lieben mich. Bau mal bitte noch eine Windturbine hier vorne mit hin. Dann kann die auch gleich den Rest hier versorgen. Oh bitte, lass es nur noch die Ananaskonserven sein. Glückwunsch, Präsident. Ja, ich habe gewonnen, wie immer. Und das Atomkraftwerk wird fertig gebaut. Dann brauche ich gar keine Windturbinen mehr. 35 Touristen sind auf der Insel eingetroffen und Finanzhilfen aus der USA haben wir auch bekommen. Sowie aus der UdSSR. Jetzt brauchen wir bloß noch wieder weiteres Geld von unseren ausländischen Investoren, die uns alles abkaufen. Wir können froh sein, dass wir eine Börse haben. Was gibt es eigentlich noch so für Gebäude, die ich noch nie gebaut habe? Nuklearprogramm hatte ich schon, Bunker habe ich noch nie. Seien Sie gewarnt, der Bunker beherbergt weitere Soldaten für ihre diktatorischen Erfordernisse. Okay. Bank. Zollamt. Das Zollamt hat Einfluss auf Import- und Exportpreise sowie die Touristensteuer. Klingt gut. Nehmen wir mal rein. Was mich jetzt stört, ist, dass hier unten kaum Wohngebäude sind. Ich glaube, das werde ich gleich mal ändern. Weitere Mietshäuser stehen einfach irgendwo und dann ist gut. So, und dann brauchten wir weitere Polizisten. Eine Polizeiwache hier oben. Und eine Polizeiwache da. Und zur Not auch eine Feuerwache. Hier mit hin? Nee. Die würde ich am liebsten ein bisschen zentraler haben wollen. Hier. Hier ist gut. So, und jetzt haben wir wirklich kein Geld mehr. Jetzt müssen wir warten, bis alles fertig ist. Es gibt mehrere Hütten neben einem ihrer Häuser. Ja, ja. Wir bauen ja ganz viele Häuser. Ich bin stolz, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Tropico seit heute 5 Milliarden Einwohner hat. Ist das nicht die gesamte Weltbevölkerung? Verzeihung. Tropicos Bevölkerung ist auf 500 Einwohner angewachsen. Ja, das ist ein deutlicher Unterschied, mein Lieber. Penultimo. Bauen Sie eine neue Grundschule, das gibt Ansehen bei Intellektuellen. Okay, bauen wir eine Grundschule. Hier hatten wir, glaube ich, schon eine. Na ja, da ist eine. Hier wohnen auch noch ein paar Leute, aber das meiste hier sind Hotels. Dann bauen wir hier mal eine neue Grundschule. Und ein weiteres Parkhaus. Da. Guti. Die Konservenfabrik wird gleich ausgebessert. Ah, die Schmuckfabrik ist fertig. Sehr gut. Dann können wir auch da Strom reinpumpen.
Und das Schöne ist, wenn wir hier jetzt erstmal Leute haben in diesem wunderschönen Gebäude, Hochschüler wohlgemerkt. Dieses Gebäude benötigt Uran, um Strom zu produzieren, müssen wir importieren. Dann können wir richtig viel Strom farmen. Wir erhöhen mal die Importkosten auf 15.000. Und es hat Bing gemacht, das heißt, wir haben einen neuen Auftrag. Wo? Da. Nee, aber das ist kein normaler Auftrag. Das kann's nicht sein. Es hat nicht Bing gemacht. Habe ich mich wohl verhört oder die Börse macht genau dasselbe Geräusch wie ein normaler Auftrag? So, wir haben ein bisschen Kohle, nicht viel. Wir warten jetzt noch auf das, was da mehr kommt. Bauen noch mehr Gebäude, damit die Leute auch ja schön wohnen können bei uns. 24 Touristen sind wieder auf der Insel eingetroffen. Da kommt noch das Zollamt. Da müssen alle dran vorbei. Militärbasis dauert eine Weile, bis die fertig gebaut wird. Allgemein haben wir noch immer viel zu viele Bauprojekte. Polizeiwache, Feuerwehr, Benito Mussolini, alles im Staat, nichts außerhalb des Staates. Katze in Not. Windturbine, muss alles fertig gebaut werden. Parkhaus. Der böse Tukan, das Lieblingsbuch von Frau Nass vorstellen. Aber es stellte sich als für Kinder ungeeignet heraus. Die Texte würden selbst einen alten Seebären erröten lassen. Ah ja, Frau Nass ist also sehr, sehr feucht. Das freut mich. Wie heißt Frau Nass mit Vornamen? Anna. So, das haben wir. Attraktionen. Eine Luxusattraktion nehmen wir noch, und zwar Haus des Budos. Nein, den Yachthafen. Haha. Ja, sieht doch schick aus. Gleich mal eine Straße hinbauen. Kostet 7.200. Könnte ich sofort fertig bauen, mache ich auch. Dann ist er, der neue Yachthafen von uns. Ach, El Diablos Zorn. Der ist mir sowas von egal. Den Außenminister behalte ich. Überdurchschnitt außergewöhnlich mies. Außergewöhnlich miserabel mies? Nee. Also das sind schlechte Bildungsminister. Intelligenz Überdurchschnitt. Intelligenz gut. Gut mies. Nee, ich will nichts mit mies haben. Geht alle weg. Ich könnte euch einstellen und wieder feuern, aber das bringt mir auch nichts. Da fliegen die Ballons. Wo ist denn der Zeppelin? Ist der überhaupt unterwegs? Denn dann müsste er ja quer über die Insel fliegen, oder? Ach, da ist er. Moin. Aber da steht keine Propaganda drauf. Kein Geld gemacht. Wir sind jetzt bei 22.000. Das sieht echt schlecht aus, weil wir sehr, sehr viel importieren. Und offensichtlich kommt kaum was in unsere Kasse. Und dabei sollen wir noch neue Wachposten bauen. Verdammt. Gut, die Ananaskonserven sind fast komplett verkauft. Uns fehlen im Prinzip noch 52 Stück, dann sind wir durch. Na komm schon. Okay. Kaum noch Kohle. Und jetzt auch noch ein Erdbeben. Oder bricht der Vulkan aus? Krater brodelt es wieder. Und Experten sagen einen neuen Ausbruch voraus. Andere verneinen dies allerdings. Ich für meinen Teil warte, was ein Präsident dazu sagt. Ich sage Panik? Oh shit. Ich habe gar nicht so viele Feuerwachen. Präsidente. Haben Sie auch gut in der letzten Vulkanlehrstunde aufgepasst? Unser Vulkan ist einer der wenigen Dinge auf unserer Insel, die Sie nicht wirklich kontrollieren können. Und momentan bricht er aus. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Panik. Ja, juhu. Das auch noch. Das Schöne ist, kein Gebäude wird dadurch zerstört. Alle können höchstens Feuer fangen. Und wir haben ja eine Feuerwache. Das heißt, wir werden das Ganze schon irgendwie überleben.
Ich baue jetzt einfach mal sicherheitshalber noch eine Feuerwache hin. Frage ist, wohin genau? Direkt in die Mitte und gleich ausbauen. Brennt schon die Zeitung. Einer muss löschen. Au. Ist gut, ich bin wach. Boah, ich sehe gar nichts. Brennt jetzt noch mehr? Nee, im Moment nur die Zeitung. Die Feuerwache, sag ich schon. Zeitung brennt. Oh, der Zeppelin-Bunker, die Eisenmine. Jetzt brennt mir zu viel, meine Lieben. Löscht irgendwas, tut was. Ach gut, ein Feuerwehrmann ist bei der Zeitung. Zwei Feuerwehrmänner sind bei der Zeitung. Präsidente, unserem Wirtschaftsminister... Ja, wieder mal hat der Wirtschaftsminister den Eskimos etwas verkauft. Das freut mich. Jetzt habe ich das Geld, jetzt lösche ich selber. So, brennt noch irgendwas? Oh, die Oberschule. Die lösche ich auch selber. Das Präsidentenmuseum ist eigentlich nicht so wichtig, aber ich lösche alles jetzt. Da brennt der Marktplatz. Den werde ich nicht retten. Der ist zu billig. Den kann ich selber wieder aufbauen. Es kostet 5.000, das Löschen. Ist nur schade um die Waren. Okay, das war's. Weg ist er. So, neu bauen für 400. Na also... Sorry, nischt ist das. 4.400 aus der USA und 3.300 von der UdSSR bekommen. Und wir brauchen nur noch wenige Ananaskonserven, die verkauft werden müssen. Und das sind keine Konserven von unserer Bildungsministerin. Ananas ist eine Frucht. Und nein, unsere Bildungsministerin ist auch keine Frucht. Obwohl, bei der Bildung, die hier manchmal rüberkommt, ist egal. So, wir haben ganz viel Kohle und geschafft. Genosse, leider hat die Befragung des Sekretärs keine nützlichen Informationen ergeben. Unsere Agentin befragen den anderen Zeugen, den Hausmeister, aber er will nicht kooperieren. Aber er ist ein begeisterter Raucher und vielleicht kooperiert er, wenn wir ihm 500 erstklassige tropikanische Zigarren anbieten. Berichten zufolge raucht er aber nur maschinell gefertigte Zigarren. Sie müssen also eine erweiterte Zigarrenfabrik bauen, um diese Art Zigarren produzieren zu können. Ich glaube, ich habe weder Tabak noch Zigarrenfabriken. Ich meine, ich könnte es importieren, aber es ist trotzdem ärgerlich. Na gut, wir haben 151.000, dann kümmern wir uns einfach mal um die Zigarrenfabrik. Stimmt, ich habe die noch nicht mal erforscht. Dann habe ich auch garantiert keine gebaut. Dann machen wir die Industrie hier mit hin. Möbelfabrik brauche ich nicht, Sägewerk brauche ich nicht. Verwalten, Importe, nee, was ist mit dir? Dies ist ein Privatgebäude. Achso, ich kann da nichts machen, okay. Importe zulassen, dann müssen wir eben den Tabak importieren. Obwohl ich den mittlerweile, glaube ich, auch selber produzieren kann. Aber das ist mir jetzt egal, ich will nichts mehr produzieren, ich will nichts mehr großartig machen, ich will fertig werden. Und die nächste Mission, die letzte Mission des Spiels anfassen.